So, und damit. Hallo Leute, was geht ab? Und jetzt kommt es einmal von Caretaker. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein habt. Jo, wir sind hier oben in so einem. Also eine Art Wohnung angekommen. Haben im letzten Video den Caretaker schon kennengelernt, der uns da ein paar Mal erledigt hat. Und jetzt sind wir hier. Und im letzten Mal bin ich ja schon mal in den Keller gegangen und da rannte er ja auch schon wieder rum. Jetzt laufe ich einfach mal hier oben lang. Ich habe schon gesehen, da steht ein Flügel. Hier ist auf jeden Fall ein Kinderbett. Ja, moin. Und ich muss sagen, ich habe ja im letzten Mal schon gesagt. Gibt es ja nicht viele von mir? Don't you want many, many of me? Okay, auf jeden Fall ein anderes Bild. Dass der Caretaker eigentlich im Prinzip gar nicht hier hätte auftauchen brauchen in dem Spiel. Weil ich finde sowas eigentlich schon ganz geil mit dieser Atmosphäre. Ohne Monster. Aber gut. Bis das jetzt Wunsch auseinander. Wahrscheinlich soll das heißen, bis das von Tod entscheidet. Aber gut. Was hat? Eine Dose. Boah, Alter. Boah, du da. Ananasscheiben mal drin. Pineapple Slice. Hier ist so ein. Was ist das jetzt? Und ich frage mich auch, warum der Spiegel so Bilder von sich gibt. Das ist ein Spiegel. Rasierklinge. Das ist der Spiegel, oder? Ah, moin! Cool. Ich glaube, das sollte nicht. Geht's aber mächtig runter, wa? Dafür, dass das ein Keller eigentlich ist, hast du ganz schön viele. Oberflächen. Sachen, da immer so Fenster und dann blödsinn da draußen gucken. Was soll denn das? Das war vorher mal eine Industrieanlage, beziehungsweise eine Firma. Okay, das waren Flügel. Aber erstmal umsehen, weil ich habe mich keinen Bock, welche Flüge betätige. Schön. Bleib ruhig. Dass der gute Gustav dann ankommt, werden sie mit mir tanzen. Okay, kommt nicht hoch. Okay, kann ich ja nicht machen, oder? Da ist eine Axt. Oh, das Bild hat sich gern. Muss ich das Bild kennen noch? Ich glaube, das Bild hat sich gern noch. Na gut, hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier ist eine Tür oder beziehungsweise ein Fenster, welches noch nicht eingeschlagen wurde. Ja, da muss ich mich ja jetzt unten an dem Fieder vorbeischleichen. Beruhigt sie sich. Das Ding ist, wo läuft er lang? Ja, kann ich nichts machen. Okay, der ist ein bisschen dämlich. Oh, mach doch mal ein Problem.
Chips beim Zocken ist cool. Okay. Doof. Da sind wir wieder. Und er speichert. Muss ich hier nochmal wieder alles machen? Ja. Okay. Okay, wo bin ich jetzt gelandet hier? Da blinkt er. Was ist los? Okay. Schlüssel für. Was steht da? Master Key. Hier ist nur. Und Messdinge. Schieblehre und ein Schalter. Okay. So, meine Karte. Ne. You really think you can escape? So, stimmt. Also ich muss ja schon wieder im Prinzip an der Oberfläche sein, so wie das hier aussieht. Eine Riesenhalle. Hier mit dem Fahrzeug. Und hier ein Tor. Aber hier komme ich auf jeden Fall nicht raus. Okay. Also das war jetzt aber auch hier so ein Glücksfund. Ich bin einfach mal intuitiv hier lang gelaufen. Ist doch, wir sind in der Halle. Kann ich ja schon wieder rausgucken. So, die Question ist, wo ist das Biest? Bin my kiss the bride. Verstehst du? Das Ding ist, läuft jetzt in der Halle hier rum. Musik. Oh, da will ich nicht rein. Aber ich hab Master Key, ne? Ich
Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss, ganz ehrlich. Das ist so riesig, ne? Da ist ein Tor. Und Schalter. Googelt. Goggles. Weiß ja nicht, sicher aus, das ist immer so. Muss das jetzt so? Okay, Alter, wo bin ich denn nur gelandet? Was ist das denn für eine Station hier? Was hat jetzt einbricht hier? Muss das so? Ich habe nichts gehört. War doch einfach. Hey, what the fuck? Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt hier gekommen bin, an den Tatort. Crime Scene, Garage. Office, da war man stimmt, Office, das Office. Saved. Gerade für die Blutspuren sind weg. Och nö, der Geist hat hier runterfallen, ließ mich taub. Jetzt sind die einzigen Stimmen, höre ich meine NLM. Ich werde keine Geräusche in irgendwelchen Gefahren und ich muss besonders vorsichtig sein. Oh, du hörst doch was. Ich hab zwar keine Ahnung, was das für ein Satz war, aber. Steht einer. Tigris Witch. Okay, kann man für eine Trophäe. Aber sonst ist hier auch nichts, oder? Steht man hört einfach nichts mehr. Außer irgendwelche Ohrenrauschen. Aber das ist wahrscheinlich mit Google Übersetzer gemacht. Die Question ist, wo muss ich überhaupt hin? Office waren wir noch nicht, ne? Wäre, wenn es die ganzen Kisten auch weg. Wenn es jetzt einfach nur so eine Masche von dem Entwickler ist oder den Entwicklern, dass das viel gar nicht kommt. Sondern dass man einfach nur die ganze Zeit so angespannt ist. Das wäre natürlich richtig nice. Aber gut, aber die haben jetzt hier eingebaut.
anders rumlaufen sollen. Ja. Ist. Wie komme ich da rein? Speicher, das kann schon nicht gut werden. Das ist mir räudig. What the fuck, Alter? Ja, das hat mich gekriegt. Alter, ich hab voll Gänsehaut, wa? Das hat mich gekriegt. Da ist so eine Halle, keine Office, keine Büros. Da komme ich irgendwo hin, wo Stimmen sind oder so. Wahrscheinlich muss ich da sogar hin. Die Halle ist irgendwie offen, da fehlt ein bisschen was vom Dach. Zu die Tür, Alter. Was ist das? Fan. Es hängt. Och nö. Das wird jetzt nicht hängen. Wie? Hier so gar nicht, wa? Die Question ist, was für ein Van, Alter? Was für ein verdammten Van? Jetzt habe ich gedacht, so ganz entspannt hier so durchzulatschen, ohne Gefahren. Jetzt rennt hier wirklich so ein Vieh rum. Büros, Büros, Büros. Die Frage ist nur, warum ist jetzt? Ja, gut, wenn du auf den Kopf fällst, ne? Und Bob, top. Das ist geil, wo man hier sich allein auf so einen Scheiß begibt. Wie weit kommt der jetzt? Entweder killt er mich jetzt. Ist ja gar nichts.
ja echt nass eigentlich. Ist ja komplett empty, das Ding. Empty mit Zempty. Guti, mal gucken, wo der Van steht. Immer schön an der Wand, dass sich keiner von hinten anschleichen kann. Falls, wie komme ich da hoch? Oder ist das gar nichts? Ah, ist nur eine Lampe. Keine Tür. Hoffe ich. Denke ich. Mir sieht nicht so aus. Hey. Wer ist da Van? Ich habe auch keinen Van gesehen, wa? Ganz ehrlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht mal, wo hier ein Van stehen würde. Ich wette, wenn ich gerade am Van bin, dann killt er mich. I don't know. Ich will jetzt auch nicht wegen so einem Kack jetzt hier den ganzen Plunder nochmal neu machen. Ja, ich glaube, wir fahren wohl auch nicht, aber das ist mir egal. Geschwind wieder in die Dunkelheit verziehen. Okay, hier fehlt kein Van. Was soll denn hier bitte ein Van stehen, ganz ehrlich?
Eingänge kam ich ja nicht rein. Das war, glaube ich, die hier, oder? Nee. Oh, ja, ein empty Platz. Okay, ich blick's nicht, was wieder scheiß werden scheinen soll. Ich könnte noch nicht, oder ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals einen Van gesehen zu haben. Storage Admin Building. Oh Junge, Alter, ist das dein Ernst? Und ich laufe hier wie so ein Depp rum, ey. Das ist so die Halle, die ich meinte. Ich setze dich rein. Das hat hier bestimmt irgendwo rum. Hab's gewusst.
jetzt mal nicht mehr hin. Jetzt müsste der ja eigentlich nicht mehr da sein, oder? Gehen die denn hin? Die hören hier auf. Das hängt schon wieder. Warum hängt das? Das Ding ist leer. Also läuft das Ding jetzt oder nicht? Ist er jetzt platt? I don't know. Immer noch nicht. Okay, was muss ich tun? Ich muss wahrscheinlich irgendwo Benzin holen. Aber die Frage ist, wo?
Ich habe keine Ahnung, ich muss ja Benzin haben. Ölwetter, Admin, Building, Garage, Crime Scene. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier Benzin herkriege oder so. Da scheint ja auch nirgendwo irgendwas. Hier. Ja, übelst ein Hinterhof. Was ist das? Ich brauche einen Schlüssel dafür, Alter. Was? Wer denkt, was soll ich denn dann? Ach so, ich muss dann Treibstoff. Ah, okay. Ich musste den Van betanken. Come on. Okay, Doki. Was war da für ein Kopf gerade? Ich war doch vorhin schon. Okay, ich bin stumm vorbeigelaufen, war. Wahrscheinlich irgendwo rumrennen. Bei Barnes Caretaker. Das war's. Alter, ich hier. Das war's, das war Caretaker. Ja. Aber ich muss sagen, ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Also es war gut. Also besser als ich erwartet habe, muss ich sagen. Gut, ich hätte jetzt zum Beispiel das Vieh gar nicht mit reingesetzt, sondern einfach nur die Stimmung, die Atmosphäre gelassen und einfach nur so Hintergrundgeräusche und dann so ein bisschen halt mehr zur Story. Mir nur so ein paar Blätter, ein paar Zettel, so diese Nachrichten, so ein Gedöns. Klar, das Vieh war da, aber war jetzt auf jeden Fall nicht so, ich sage wieder, oh wow. Na, ich hätte persönlich das Biest rausgelassen. Den Caretaker, den Hausmeister da. Aber jetzt wird das Gefühl entschieden. War jetzt nicht scheiße. War cool. Hat Bock gemacht. Und kann man auf jeden Fall mal spielen. Für zwischendurch so. Ich glaube, das ging jetzt eigentlich, wenn man das durchgerannt wäre. Vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Dafür, dass ich eine Person gemacht habe, war die Atmosphäre und die Stimmung einfach geil. War richtig cool. Ja gut, mit dem Vieh jetzt, ne, dass man auch nicht abhauen kann. Ja. Mein Gott. Kann man drüber hinwegsehen. Aber gut, dann schön, dass ihr mit dabei wart und Bock da wart. Jo, dann, ja, was soll ich mal sagen? Gibt euch die anderen Videos, die ihr da macht? Das kann ich euch zur Zeit am Laufen noch. Ist ja mal, ich weiß zwar nicht, welche Spiele ich gleichzeitig oder nacheinander hochlade. Kann sein, dass Caretaker mit Star Wars läuft. Oder mit was ganz anderem. Mit Ghostwire. I don't know. Mal gucken. Jo, dann würde ich sagen, da braucht das ab. Dann seid ihr beim nächsten Video dabei. Beim nächsten Spiel. Ja, für geil, würde mich sehr darüber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch wieder noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.